Menschen da draußen, ab morgen bricht eine neue Ära mit Black Ops 3 an. Und zum Anlass dazu wird es sehr, 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 sehr viele Veränderungen hier auf dem Kanal geben, auf meinem Kanal. Wie zum Beispiel ein neues Intro, ein neues Profilbild, einen neuen Banner, einen neuen Avatar. Alles wurde bearbeitet bzw. nochmal neu gemacht. Der Kanal wird einfach ab diesem Video perfektioniert, so kann man das sagen. Und zwar blende ich euch jetzt nicht das neue Intro ein und so, sondern das wird jetzt hier diese epische Stimmung, behaupte ich mal, kaputt machen. Deshalb kommen wir dazu mal ein bisschen später. Und zwar davor hier nochmal, was ihr als Gameplay im Hintergrund seht, bevor wir richtig mit dem heutigen Thema anfangen. Und zwar seht ihr ein letztes Mal, bevor eben Black Ops 3 hier rauskommt, Advanced Warfare. Und zwar gestern erspielt das Ganze, ihr könnt mir jetzt glauben oder nicht, das ist mir ziemlich egal. Aber gestern noch erspielt ein Double DNA-Fail, eine DNA und dann nochmal auf einer 25er Streak hier gestern erspielt. Und zu heutigen Zeiten würde ich behaupten, ist das Ganze einfach nur wirklich krass und heftig. Also probiert mal zu den heutigen Zeiten sowas zu erspielen. Und dieses Video dient nicht nur, damit ihr Unterhaltung habt, damit ihr seht was Neues, sondern es dient auch ein bisschen zum Gameplay, damit ihr anschaut meine Entwicklung. Wenn ihr jetzt die alten Videos anschaut, die Call of Duty Videos, die Live Commentaries oder so, mein Aim und sowas. Ich habe ja vom PC von einem Jahr lang auf die Xbox One wegen Advanced Warfare hier gewechselt und war am Anfang so richtig scheiße, aber jetzt ist eine DNA wirklich gar nichts mehr für mich, also wirklich gegen die ärgsten Schwitzer schon DNAs und so. Double zwar noch nie geschafft, aber bei den heutigen Verhältnissen und so wirklich unmöglich. Wenn es jetzt nochmal neu anfangen würde, die Advanced Warfare Zeit und mit dem jetzigen Name und mit der jetzigen Kenntnisse von Call of Duty, würde ich jetzt behaupten, die Triples rausspringen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Schaut euch aber bitte das Gameplay an und natürlich müsst ihr mich jetzt nochmal richtig gut zuhören hier, und zwar sage ich euch jetzt die ganzen Änderungen, die es auf dem Kanal geben wird hier. Genießt das Gameplay und hört mir einfach zu, und ich fange auch schon mal direkt an. Und zwar komme ich gleich am Anfang zu den generellen Kanalveränderungen, was wird neu sein von den Videos her. Und zwar wird es wie bis jetzt hier Informationsvideos weitergeben, das ist ja der größte Bestandteil hier auf meinem Kanal hier, und deshalb, auf das kann man nicht verzichten, das wäre auch völlig behindert, da ich ja das Ganze wirklich sehr, sehr gerne mache, vor allem die Informationsvideos, die mache ich sehr, sehr gerne für euch hier, aber mir hat immer sowas gefehlt, sowas, was ich nochmal gerne machen würde, und zwar, das ist einfach die Unterhaltungsschiene. Einmal pro Woche plane ich das Ganze unter der Woche, wenn es geht, Informationsvideos, außer es kommt mal eine sehr, sehr wichtige Information. Am Ende der Woche, dann kommt ja da dann auch ein Informationsvideo, aber sonst plane ich unter der Woche Infovideos zu machen und am Wochenende ein richtig krasses Unterhaltungsvideo. Das plane ich, das Ganze wird jetzt mal am Anfang nicht richtig funktionieren, würde ich jetzt behaupten, da jetzt Black Ops 3 rauskommt morgen und einfach noch da am Anfang viele Informationen gibt, und deshalb wird die Unterhaltung jetzt ein bisschen am Anfang weggenommen, aber dann kommt die Unterhaltung richtig heftig, probiere ich das zu machen. Da habe ich meine Visionen sozusagen, und ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich habe das Ganze sehr, sehr gut durchdacht, würde ich behaupten, und mir so, wenn ich so mache, wie ich es durchdacht habe, dann wird es richtig heftig, diese Unterhaltungsvideos. Und das hat mir persönlich gefehlt, immer nur diese öden Infovideos. Klar sind sie interessant für euch, da ihr die Infos nicht wisst, aber für mich irgendwie so werden die auch nach einer Zeit ein bisschen langweilig, und ich will da mal ein bisschen was Neues reinbringen, und deshalb probiere ich es jetzt mal so. Und mich würde wirklich mal eure Meinung dazu interessieren, aber dazu komme ich eh noch zum Schluss. Heute müsst ihr ganz, ganz viele Sachen in die Kommentare schreiben, würde ich jetzt hier einfach so behaupten. Und wir kommen auch schon zur nächsten Veränderung, was wir hier haben. Und zwar, das ist eine richtig, richtig geile Veränderung. Und zwar werdet ihr auch später beim Intro sehen. Oder falls ihr dieses Video ein bisschen hier später anschaut, dann habt ihr es schon im Banner gesehen oder sowas. Profilbild jetzt nicht, aber im Banner habt ihr es auch schon gesehen. Das neue Maskottchen beim 1K-Special ist es auch schon dabei. Rechts unten bei den Videos ist ja auch dieses Wasserzeichen dabei, schon eine ganze Weile, aber noch nie offiziell so bekannt geworden, das Maskottchen, und das wollte ich hier einfach machen. Und zwar wollte ich einfach sagen, dass ich dieses hier selber gezeichnet habe, ja, habe ich extra selber gezeichnet, da ich auch so ein bisschen das Kindische hier rausholen wollte, einfach das selber Gemachte, denn ich finde Maskottchen, oder wie man es auch sagen möchte, das Männchen, das zeichnet mich sozusagen hier aus, das soll eigentlich mich hier darstellen, und
Ihr könnt es euch so vorstellen, als wie dieses Männchen jetzt hier da sitzen würde und kommentieren würde. Ich behaupte so, ich stelle mir das Ganze so vor. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen behindert, aber vielleicht versteht mich der ein oder andere. Aber ich will es einfach so, und das Maskottchen sieht richtig nice aus, finde ich persönlich. Wieder eure Meinung in die Kommentare. Ich fasse einfach nochmal zum Schluss alles zusammen, was ihr schreiben müsst. Macht euch da keine Sorgen, liebe Menschen da draußen. Und ich würde sagen, wir kommen schon zum nächsten Punkt. Und das wäre das neue Intro. Und zwar das Intro für Informationsvideos, also für die Infovideos. Und zwar muss ich da den Rock Jazz Pro richtig, richtig danken. Schaut bei seinem Kanal vorbei. Wirklich, ist natürlich alles, was ich hier heute sage, unten verlinkt. Wie immer eigentlich. Und zwar, dieses Intro einfach Hammer. Das hat er wirklich persönlich auf mich abgestellt. Wir sind da gehockt, 2 Stunden in Skype, und er hat einfach alles gemacht, was du ihm gesagt hast, und ein großes Lob an dich, auch großes Dank. Ich habe jetzt nicht geschafft, ein eigenes Video für dich zu machen, aber hier wirst du verlinkt, und er ist natürlich auch immer in der Abo-Box oder generell in der Standardbeschreibung hier, aber dazu kommen wir noch später. Es gibt ja auch Änderungen in der Beschreibung, aber das ist jetzt nicht wichtig. Also ihr seht jetzt das Intro, würde ich jetzt mal sagen, das macht jetzt vielleicht das alles kaputt, aber ich würde einfach mal sagen, ich lasse es jetzt abspielen und dann hört er mich gleich wieder. Ja, ist halt einfach so ein Intro, finde ich, was richtig gut zu Informationsvideos passt. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare, wie immer natürlich hier heute überall schreiben. Aber ich finde, das neue Intro passt richtig gut zu Informvideos, zu Unterhaltungsvideos. Da finde ich, passt nicht so ein episches Intro, so ein Standard-Intro, finde ich. Außer man macht mal ein Commentary, aber mit Unterhaltungsvideo meine ich was anderes. Ich meine so mit Unterhaltungsvideos richtig lustige Videos, wo ihr dauerlachen müsst. Da bekomme ich dann nochmal ein Intro von dem lieben Rock Jazz Pro. Das ist jetzt mein Personal Intro Designer, würde ich jetzt behaupten. Schaut bei ihm vorbei. Das war's mit dem Thema Intro. Dann kommen wir noch zum Banner, zum Profilbild, zum neuen und zum neuen Avatar. Das neue Profilbild wurde ja so eigentlich übernommen, nur in einer anderen Farbe, und zwar wurde das Ganze pinker gemacht, zum Maskottchen angepasst und der Banner natürlich auch. Da seht ihr auch dann die Social Medien und so, und das hat mir der liebe Personal Designer gemacht, den wir schon sehr sehr lange hier haben auf meinem Kanal hier. Der ist abnormal lange, schon fast vom Anfang an, und der hat mir das Ganze gemacht, und er macht leider kein YouTube mehr, hat damit aufgehört, er macht nur noch Sachen für mich, so personalmäßig, und dazu auch ein großes Lob an dich. Aber schaut trotzdem bei ihm vorbei, er ist immer unten verlinkt auf seinen Kanal. Vielleicht wird er mal wieder anfangen oder so, aber das will ich ihm einfach gönnen, dass er ein bisschen Aufmerksamkeit hier kriegt, denn er macht wirklich krasse Sachen. Ich wollte jetzt eher ein bisschen so ein 2D-Banner machen, so ist ja eher 2,5D, nicht so episch, wie es eigentlich in der deutschen Community so übel ist, aber ich wollte einfach mal so einen epischen Banner hier. Und ich würde einfach sagen, das war's mit dem Banner und mit dem Profilbild, beziehungsweise Avatar, wie ihr es auch nennen wollt. Und dann haben sich auch noch so externe Sachen verändert, wie die Videobeschreibung, wie ich ja schon vorher gesagt habe. Der Personal Designer ist immer unten verlinkt, der Intro Designer ist immer unten verlinkt, das ist Standard. Nur die Struktur hat sich verändert und so, aber ihr könnt ja gerne vorbeischauen, falls ihr auch zum Intro oder Personal Designer gehen wollt, dann seht ihr das Ganze, oder falls ihr generell die Beschreibung sehen wollt, da seht ihr das Ganze. Und die Kanalbeschreibung wird natürlich auch geändert und so, und die Social Medien Seiten und so, was dort auch dem Banner anpassen, ein neues Schnittprogramm, ein neues Thumbnail Programm, mit dem ich meine Thumbnails mache und so. Also da gibt es sehr sehr viele externe Sachen, die hier sind, die euch auch nicht alle zu interessieren haben, würde ich jetzt sagen. Einfach das sind noch viel viel mehrere Sachen, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, würde ich einfach sagen. Ich würde einfach sagen, schreibt einfach hier unter dieses Video, das ist mir sehr sehr wichtig, ob euch natürlich Black Ops 3 gefällt. Wer nein schreibt, ist wirklich nicht sehr sehr cool. Spaß natürlich beiseite hier, Leute. Und zwar wirklich Black Ops 3, so gehypt war ich noch nie wirklich, das sagt jeder, aber ich bin wirklich abnormal gehypt hier. Schreibt eure Kommentare hier, eure Meinungen unten zu den Änderungen, wie ihr das Ganze findet, ob ihr vielleicht was anderes sehen wollt oder so. Vielleicht täusche ich mich, dass ich Unterhaltungsvideos machen soll. Also die Leute, die da bisher auf jeden Fall hergeschaut haben, die sollen jetzt ein Like da lassen als Zeichen, dass sie das angeschaut haben, damit ich jetzt auch so weiß, wie viele ungefähre Abonnenten wir aktive haben. Das wäre nice. Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare dann auch noch dazu schreiben, dass ihr jedes Video anschaut oder so. Mich würde mal wirklich interessieren, wie viel richtig aktive Beasts da draußen herumlaufen und sich täglich meine Videos anschauen hier. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich würde einfach sagen, wer sich dieses Video bis hier reingezogen hat,
Der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. So sind diese Menschen heutzutage. Vergiss nicht, eine Bewertung dazulassen und einen Kommentar zu schreiben. Und ich würde einfach sagen, man sieht sich ab morgen zu den Black Ops 3 Videos. Die werden euch so zuspammen, so heftig, aber das mache ich gerne. Euer Royal Beasts. Haut rein und ciao.